Hallöchen, meine durch die Nebel wandernden Zuschauer da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Silent Hill Origins, der nebligsten Stadt überhaupt im Spieluniversum. Wir befinden uns immer noch hier im Sanatorium von Silent Hill und sind im Westflügel angelangt. In dem sogenannten Männerbereich des Sanatoriums können hier durch diese Tür ins Treppenhaus gehen. Und die Kameraperspektive macht mich fertig. Ich weiß nicht, was wir suchen müssen. Die letzte Aufnahmesession ist 3 Tage her. Ich weiß überhaupt nicht, was der Plan ist. Im Ostflügel des Sanatoriums in dem Frauenbereich gab es lediglich noch eine einzige Tür in der Otherworld, die wir erkundschaften konnten. Und das ist die Tür, die in der echten Welt, wo drauf stand, Dr. Harris hat den Schlüssel. Sag mal, jo. Eine Werkzeugkiste, nice. Wo drauf stand, Dr. Harris hat den Schlüssel. Und hier im Ostbereich, im Westbereich, weiß ich nicht, was hier, okay, wir kommen mal rein. Weiß ich nicht so genau, was. Hallo? Was ist hier? Was hat er sich angeguckt? Aha! Dickes Mammut! Beziehungsweise dicker Köter. Okay. Den haben wir mal eben gleich den Wind aus den Segeln genommen, ne? So, was haben wir hier? Der Bereich ist safe, die Tür ist zu. Alles klar, easy peasy. Ey, ich glaube, wir kommen hier auch nie wieder raus aus diesem Sanatorium. Okay, da geht's rein. Oh, ein Hammer, oder? Jo, Hammer gefunden. Nice. Und hier ist ein Spiegel. Ich gehe einfach mal direkt durch. Der Spiegel sorgt dafür, dass wir jetzt in der echten Welt Embers Zwischenfallbericht. Bericht einer Mitarbeiter Simons. Beschreibung des Zwischenfalls. Ein Junge konnte ungehindert das Sanatorium betreten und in die geschlossene Abteilung der Frauen gelangen. Die Türen waren nicht abgeschlossen. Er betrat das Zimmer 5 der geschlossenen Abteilung, wobei ihn die Pflegerin Michaelis beobachtete und mich daraufhin alarmierte. Der Junge war der Sohn eines Besuchers und wurde von seinem Vater entfernt. Versäumnisse. Die Türen zur geschlossenen Abteilung der Frauen wurden von der Pflegerin nicht ordnungsgemäß verschlossen. Die Mitarbeiter im Empfang haben es versäumt, den Jungen bei seiner Ankunft im Hochparterre wahrzunehmen. Empfehlungen. Alle Mitarbeiter sind daran zu erinnern, die Abteilungstüren zu verschließen. Die Mitarbeiter sind durch die Abteilungsleiter zu überprüfen. Okay. Scheint also so, als sei das Sanatorium nicht so wirklich sicher. Ich meine, wenn man hier einfach so als kleiner Junge reinkommt. Okay, ich komme hier auch durch. Ach du Jemine. Okay. Okay. Jetzt ist die Frage, mache ich erstmal in der echten Welt weiter? Oder lieber erstmal in der Otherworld? Wisst ihr, wie ich meine? Das ist jetzt die große Frage. Die Tür ist defekt, okay. Das ist schon mal gut. Umso weniger Gänge, umso weniger Türen. Oder andersrum. Die Tür geht schon mal auf. Was haben wir hier? Eine Karte? Okay. Ein fetter Kreuzschlüssel. Das ist wirklich schön. Da freut man sich. Was Metallisches, Großes in der Hand zu haben. Warum ist denn die Tür jetzt blutig? War die gerade eben Türen blutig? Die gerade eben schon blutet? Alter, warum fängt jetzt die Musik wieder an? Die Tür ist, okay, die Tür ist defekt. Das heißt, ich kann in der echten Welt jetzt eigentlich nur weiter nach da oben. Boah, ich könnte aber auch in der Otherworld noch weiter. Ist jetzt halt die ganz konkrete Frage, was ist denn jetzt nun, was müssen wir machen, was bringt uns was, was nicht, ne? Ich habe halt überhaupt keinen Plan. Haben wir noch irgendwie... Das ist jetzt die Otherworld, ja. Haben wir denn noch irgendwie einen Schlüssel oder irgendwas, wo wir sagen, das ist wichtig für die Zukunft?
Feuerwaffen, Gegenstände. Wir haben nur noch dieses komische Zukunftsobjekt. Ein Tetraeder mit dem Wort Zukunft auf der Seite. Fühlt sich schwerer an, als er aussieht. Für was ich den brauche, weiß ich bis heute noch nicht. Fakt ist, wir kommen ja hier bei dem dicken, hässlichen Hund noch weiter bestimmt, oder? Also ich meine hier nicht, der ist der Weg zu, aber hier ist noch eine Tür. Und die ist natürlich offen. Und hier gibt es natürlich Gegner. Ach nö. Die Frage ist ja... Oh nee, hau ab, Mann. Die Frage ist ja ganz konkret... Also, muss ich sie jetzt töten? Wie weit komme ich hier? Okay, ich kann da durch. Und komme hier in einen weiteren Bereich. Boah, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr, Freunde. Okay, gibt's noch eine Tür, wenn ich hier raus? Ja. Ach, Mist, ey. Lass die Taschenlampe an, Travis. So, ich sprinte gleich direkt vorwärts, oder? Einfach einmal kurz hier hin sprinten. Die Tür ist nämlich blockiert. Okay. Oh, schnell wieder zurück. Ich lasse die Monster einfach Monster sein. Wir gehen erstmal in der Otherworld weiter. In der Hoffnung, dass das richtig ist. Ich habe natürlich keine Ahnung. Die Kameraperspektive, die tötet mich wieder. Die bringt mich wieder dazu, den Verstand zu verlieren. Ich muss auch sagen, ich würde gerne den Nebel wieder mal sehen von Silent Hill. Denn es ist hier so duster. Und natürlich kann ich da rein. Natürlich. Oh, geht da wieder raus. Ich will erst noch nach oben gucken. Vielleicht ist oben die Tür zu. Dass sich hier mir weniger Wege bieten. Da liegt irgendwas, ein Hammer. Okay, nice. Oh. Ja, die Tür ist blockiert. Lecco mio, nice. It's so good. Gut, das bedeutet, wir haben hier jetzt nur noch diesen Weg. Problem ist, hier ist direkt ein Monster vor der Tür. Naja, gut, rein da. Ich renne einfach gleich direkt jetzt irgendwie weg. Ja, boah, gleich rennen, gleich rennen. Da geht's nicht rein. Haben wir schon mal eine Tür abgehakt? Zweite Tür abgehakt? Dritte Tür abgehakt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tür ist verschlossen. Da geht's rein. Hui. Oh. Safe Space. Hier kann ich speichern. Wo sind wir denn überhaupt? Interessant, okay. Gibt's hier jetzt auch noch irgendwie... Kann ich hier mal ein bisschen Licht oder so? Nur ein klein wenig? Hier gibt's nichts für mich. Hier gibt's überall nichts für mich, oder was? Ach du Scheiße, was ist denn das? Auf dieser verzierten Vitrine sind 5 Miniaturpuppen festig. Einen Blick drauf werfen. Und du? Ach du heiliges Kanonenrohr. Okay. Aber was bringen mir diese 5 Miniatur-Dingspuppen? Irgendwas liegt doch hier. Skalpell? Nice. Da liegt doch ein Bild. Ich hab doch gesehen, dass da ein Bild liegt. Guck's dir doch an. Gibt's hier irgendwie einen Hinweis dazu? Woher soll ich denn wissen, was ich bei den komischen Puppen machen soll? Das sind irgendwelche Pillen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Puppen und 4 Pillensorten. Oh, das ist doch schon wieder, das ist doch nicht wahr, Freunde. Das ist doch einfach nicht wahr. Warum tut man mir sowas an? Ich speichere hier. Gut, wenn wir jetzt durch diese Tür gehen, muss ich direkt nach rechts und ganz nach hinten laufen, um zu gucken, ob wir da noch die Möglichkeit haben...
in irgendwelche Typen. Natürlich. Natürlich. Sind ja auch überhaupt nicht viele, die hier rumschwänzen. Eieieiei. Eieieiei. Geht's hier rein? Nein. Geht's hier rein? Nein. Geht's hier rein? Oh, es geht da rein! Ich komme in den Bereich der Männer, wo die quasi gefangen genommen wurden. Also, wo die eingesperrt waren. Okay. Boah, Alter, was? Ein Rasiermesser. Scheint auch nur, dass derjenige Insasse hier nur ein bisschen geschnitten hat. Also wirklich nur ein bisschen. Ist auch wirklich eine wundervolle Zelle, also man fühlt sich hier wirklich sehr geborgen. Okay, er geht durch die Tür. Okay. Das ist Zelle 2. Die lässt sich nicht öffnen. Sieht aus, ob sie durch Hitze verformt wurde. Die 3 lässt sich wiederum öffnen. Hier steht ein... Warte mal. Parfümflaschen, sie sind unverschlossen, sodass sämtliche Inhalte schon vor langer Zeit verdunstet sind. Warte mal. Hier steht eine Kleiderpuppe. Hutschachteln. Hutschachteln, eine Kleiderpuppe. Und da sind grüne Parfümflaschen auf dem Tisch. Und das ist die Zimmertür 3. Ist das vielleicht, sind diese Zimmertüren... Ich habe doch 5 Türen, oder? Ich habe doch 5 Türen. Gummiknüppel. Ah, hier ist auch eine Notiz. Haha, guck doch. Haha, ich bin wieder absolut Brain, ne? Zimmer 1, Trizantium. Okay, Zimmer 1, Trizantium. Der hatte sich geschnitten. Es lag ein Rasiermesser auf dem Tisch. Und so eine Fetzen. Zimmer 2 war Natium. Natium ist auch zweimal zu nehmen. Ist die blaue Pille. Zimmer 3 ist Oporium. Also tatsächlich gelb. Denk daran, Tabletten nur für Patienten. Mhm. Die Tür ist verriegelt. Die 5 ist auf. Was liegt hier? Ganz viele Teller. Haufenweise vergammelte Lebensmittel. Der riecht fürchterlich. Okay. Was steht da? Da ist eine Uhr, oder? Ein Haufen abgenutzter Wagen. Ah, eine Waage, okay. Ist ja sonst noch irgendwas? Er zeigt mir die Teller, aber er will da nichts nehmen. Okay. Okay, gut. 5 war eine Waage. 3 eine Kleiderpuppe. Und ich möchte noch mal ganz kurz in die 1 reingucken. Und die 1 waren quasi... Was ist das da? Ein Padde oder was? Sieht aus, als hätte jemand einen Unfall gehabt. Gut, aber mehr kann man hier nicht so wirklich erkennen, ne? Ne. Na gut, dann werden wir wieder rausgehen und werden versuchen, wie komme ich denn am dümmsten raus? Einfach nur straight durchrennen um die Ecke, ja? Einfach nur straight... Sag, ist leichter gesagt als getan, ne? Ist leichter gesagt als getan, Leute. Straight durchrennen. Straight durchrennen. Straight durchrennen. Einmal... Oh, viele Nurses, viele Nurses. Oh, alter Lachs. Gut, ich bin nochmal hier. Ich kann hier rein theoretisch... Ich speichere auch nochmal. Wir haben schon ein bisschen Fortschritt. So. So. Also. Ich muss mir aber die Notiz nochmal angucken. Notizen. Blutige Notiz, Personal,
Klemmbrett hier. Also Leute, ich bin mir das jetzt nochmal durchgegangen. Das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, als ich gedacht hätte. Also diese Zimmerpüppchen, die entsprechen wirklich quasi den Zimmern, also den Insassen dieser Zimmer. Ich möchte das übrigens in dieser Folge noch schaffen. Das bedeutet, wir müssen nach dem Klemmbrett die Farben der Zimmer sortieren. Gelesen haben wir ja, dass in Zimmer 1 der Typ mit den Rasierklingen gewohnt hat und der kriegt die rote Pille. So, das bedeutet, im Zimmer Nummer 2 konnten wir nicht rein, da haben wir nur erfahren, dass anhand der Tür sich da drinnen etwas verformt haben muss aufgrund von großer Hitze. Zimmer 2 war blau und er hier sieht ziemlich verbrüht aus, würde ich mal sagen. Also wirklich wie, als wären es harte Brandwunden, sage ich mal, ja. In Zimmer Nummer 3, da kamen wir rein, da stand diese komische Puppe, also diese Mannpuppe, wie auch immer. Das müsste gelb gewesen sein. So, dann haben wir noch Zimmer Nummer 5. Das war Zimmer Nummer 5 waren viele Teller. Kann die Puppe vielleicht auf eine Art Magersucht hindeuten, dass das quasi wie so eine Art Magersucht darstellen soll, dass der viel gegessen hat? Oder ist mit Tellern vielleicht die Messer hier gemeint? Boah. Das ist echt schwer. Ich würde es jetzt einfach probieren, dass sie noch blau kriegt, weil Zimmer Nummer 5, ich nehme an, Teller, vielleicht hat das irgendwas mit Magersucht zu tun und er ist dann grün. Ja, es hat funktioniert. Haha, bin ich gut oder bin ich gut? Huiuiuiui. So, Dr. Harris Schlüssel. Ah. Warte mal, gibt's von Dr. Harris ein Büro oder ist das jetzt der Schlüssel, den sie meinten für den Frauentrakt? Ich weiß es nicht, Leute. Aber ich würde sagen, das ist eine gute Stelle, um die Folge zu beenden. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Schaltet dann wieder ein. Bleibt bis dahin schön gesund. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung nicht vergessen und Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.